Die Radiofrequenzablation ist ein Verfahren zur Behandlung insbesondere von Lebertumoren. Dort wird über einen perkutanen Zugang, also durch die Haut, eine Sonde bis in den Lebertumor hineingeschoben. Und über diese Sonde kann dann Wechselstrom appliziert werden. Dieser Wechselstrom führt dazu, dass sich der Tumor über die Sonde über 60 Grad erhitzt und damit denaturiert und zerstört wird.